So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und gestern habe ich mich richtig schwer damit getan, bei der Go Battle League irgendwas zu reißen. Habe dann aber einen guten Lauf gehabt. Ich habe ja gesagt, ich verrate euch mein Team nicht. Ist natürlich Quatsch. Ich will euch jetzt mal zeigen, mit was ich dann gekämpft habe. Denn die letzten 5 Kämpfe, die ich gemacht habe, habe ich alle gewonnen. 5 Stück hintereinander komplett. Ich bin gespannt. Jetzt ist es nach 0 Uhr der nächste Tag. Das heißt, ich kann wieder kämpfen. Und jetzt bin ich ja schon beim 4. Rang. Und beim 4. Rang gibt es ja im Prinzip das neue Pokémon, was ihr euch gönnen sollt. Was war hier denn jetzt? Der Arek hat geschrieben. Müssen wir mal gucken, was der Arek nachher will. Hat bestimmt wieder was mit Musik zu tun. Auf jeden Fall im 4. Rang. Und wir bräuchten 4 Siege, um das neue Pokémon freizuschalten. Das soll ja angeblich garantiert beim 4. Rang vorhanden sein. Wir gehen jetzt mal hier auf Kämpfen, Superliga. Ich habe mir da was vorbereitet hier. Ich habe 3 Pokémon nämlich benannt nach PvP. Und das sind genau die 3, mit denen ich immer mit denen ich Schwierigkeiten hatte, bei denen mir die Haare vom Kopf gefallen sind. Ich meine, das Libeldra hatte ich ja die ganze Zeit schon drin, um schnell die Schilde rauszuloggen. Und dann wusste ich natürlich, dass das Registeel auch gut ist wegen Zielschuss, weil das schnell die Ladeattacke voll macht. Hab gemerkt, Meditalis hält einiges aus, kann Kampfmoves und vor allem kann es Steigerungshieb, denn jedes Lucario, was ich hätte entwickeln können, wäre auf über 1500 gekommen. Aber Meditalis habe ich sogar jetzt noch mit 20 Pushs auf Level 40 hochgezogen mit Steigerungshieb, dass bei jedem Angriff, bei jedem Steigerungshieb der Angriff komplett hochgeschraubt wird, es nochmal stärker ist. Und mit diesem Team bin ich jetzt die letzte Zeit angetreten und habe jeden Kampf gewonnen. Ich will mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir haben auf jeden Fall schon einen Gegner gefunden. Der Akku ist aber auch gleich leer. Ich versuche jetzt mal, den ersten Kampf mit euch zu machen. Wir haben hier Eis und Kampf. Ja, weiß ich noch nicht genau. Wir verlassen uns mal drauf. Wir machen gut Schaden erstmal. Haben auch den ersten Steigerungshieb schon da. Und können den einsetzen. Wenn er sein Schild macht, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Also eigentlich ist egal, was er macht. Sehr effektiv. Unser Angriff steigt. Wir machen jetzt, wie ihr seht, sogar noch mehr Schaden. Und ich möchte das Meditalis bitte so lange wie möglich behalten. Deswegen haue ich auch einfach meine Schilde raus. Andere würden sagen, hey, wenn das doch eh nicht effektiv ist gegen dich, dann verschwende doch nicht dein Schild und lass doch die Attacke einfach machen. Aber ich habe ja keine Ahnung, was jetzt effektiv ist und was nicht vorher. Und deswegen, bevor ich tot in der Ecke liege, nehme ich lieber zur Sicherheit mein Schild, mache meinen nächsten Steigerungshieb, hau den drauf, da ist nicht viel passiert. Boah, jetzt schicken die mir hier Qualis rein. Bruder, ich bin doch im Kämpfen. Jetzt muss ich hier drücken, so, ihr seht, der Steigerungshieb hat gar nicht so viel Schaden gemacht, aber der normale Angriff ist schon so overpowered, dass wenn ich ein bisschen jetzt drauf haue, auch das Raichu in der Ecke liegt, ich habe immer noch mein erstes Pokémon, immer noch die Hälfte der Energie, jetzt hat es ein Geist-Pokémon, wir haben aber schon wieder unseren Steigerungshieb voll, das ist richtig genial, wir klopfen also weiter, gucken wir, was jetzt passiert, abgewehrt. Blau, Angriff steigt, wir hauen noch ein bisschen drauf, jetzt ist das tot, aber wir können natürlich den nächsten nehmen. Wir nehmen jetzt mal das Registeel, weil es ja auch schnell seinen, durch Zielschuss, schnell den Charge-Move voll macht. Ich habe als schwache Verbindung, so ein Dreck, ich habe als Charge-Move auf jeden Fall Fokusstoß gewählt, denn Lade, Lichtkanone, ne, Lichtkanone ist das. Lichtkanone hat ja, glaube ich, eine 100. Hyperstrahl hat auch nicht so viel. Nein! Wieso kann der so oft seine Attacke machen? Der ist ja genauso ein Cheater wie ich. Matschbombe. Nicht sehr effektiv. Sehr schön. Das dauert aber jetzt. Der macht doch gleich schon wieder seins, oder? Jetzt mach mal hier den Fokusstoß, Bruder. Das geht nämlich sonst in die Hose. Fokusstoß, die stärkste Attacke, dachte ich, weil die 140 Schaden macht, unordentlich reinknallt. Aber wenn das so weitergeht, haut er mir noch eine drauf und das war's. Zielschuss macht halt nicht viel Schaden. Da hätte ich vielleicht doch das andere nehmen sollen, dann wäre das schon weg. Jetzt hat es aber wenigstens seine Ladeattacke weggehauen. Hat hoffentlich keine mehr.
Ich bin tot, ich komme mit dem Letzten und vielleicht schaffe ich's jetzt. Er hat nämlich auch keine Schutzschilde, meine Ladeattacke vor ihm zu machen. Wieso hat er schon wieder, Bruder? Was ist denn, wenn ich das jetzt nicht überlebe? Matschbombe, komm, wir fliegen in der Luft, der kann uns nichts anhaben, auf jeden Fall. Wir fliegen in der Luft, wir machen unseren Charge-Move, er kann nicht mehr abwenden und er müsste tot sein. Bitte sei tot, auf jeden Fall. Das muss er jetzt reingehauen haben. Bam! Da ist der erste Sieg. So sieht das aus. Richtig genial. Ich lasse es jetzt mal weiterlaufen. Das Gute ist, wir müssen auch nicht beleben. Wir können dasselbe einfach wieder nehmen. Dasselbe Team können zum nächsten Gegner können weitermachen. Das machen wir auch gleich mal. Wir gehen wieder auf Kämpfen, gehen hier wieder rein, haben das schon so vorgeschlagen. Dieses Team verwenden. Das machen wir jetzt im besten Falle fünfmal. Und dann müssten wir alle Belohnungen in diesem Rang haben und beim vierten eben das Pokémon. Ich versuche jetzt aber erstmal durchzumachen. Jetzt hat das hier Stahl. Gut, wir hauen einfach wieder mit Kampf drauf, ganz normal. Das sieht doch schon gut aus am Anfang. Diesmal muss ich mir eine andere Taktik aber überlegen, gerade mit dem Wechseln von dem Zeugs, dass ich das Meditalis eben nicht so sehr aufopfer. So. Abgewehrt, Rihorn rein, das ist Boden, der müsste der nicht auch gut gegen Boden sein? Genau, der ist auch gegen Rihorn effektiv, wie ihr seht. Im Endeffekt, irgendwann kämpfen alle nur noch mit Meditalis, also sehr effektiv, das nächste draufgehauen und der Angriff wächst weiter, Rihorn tot. Naja, er macht noch eine Attacke, aber wir haben ja noch zwei Schilde, das ist also kein Problem. Ich überlege, ob ich vielleicht trotzdem das Registeel mal noch austausche, weil das ja eben mit seinem normalen Wurf nicht so viel Schaden macht. Vielleicht gibt es da noch eine bessere Alternative. Da muss ich mich aber noch reinfuchsen. Altaria ist ja, glaube ich, auch interessant oder ist, glaube ich, auch ganz gut, weil das schnell angreift, auch schnell die Attacke voll macht. Ob das dann effektiv ist mit seinen Angriffen, weiß ich nicht. Registeel hätte ja wenigstens dann seinen Fokusstoß machen können, was eine mächtige Attacke ist. Ich könnte ja theoretisch ein. Auch sehr effektiv. Ihr seht, Kampfbeste, Alter. Ich habe alle drei Pokémon noch. Ich habe mit drei Pokémon einfach alle drei von ihm besiegt. Richtig genial. Ich habe nicht mal das Registeel gebraucht. Wir drücken einfach weiter. Wir drücken nochmal durch. Wir gehen zum nächsten. Wir brauchen nur noch drei Kämpfe. Also, ich glaube, jetzt läuft's. Jetzt bin ich richtig gehypt. Vielleicht haben die Gegner auch nur keinen Bock und sind müde. So wie der Adi, ne? Guckt. Der liegt nämlich auch schon wieder da unten und schläft halb. Adi! Der Adi hat schon wieder keine Füße mehr. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Ich hoffe es zumindest. Wir sind jetzt beim nächsten Gegner. Akku ist auch gleich leer. 17%. Wir haben Lapras. Da müsste doch Kampf auch wieder sehr effektiv sein gegen das Lapras, oder nicht? Komm, zeig mir das und vor allem lass mich meinen Steigerungshieb machen. Lass meinen Angriff steigern, lass dem Lapras sehr effektiv eins reinknallen. Bam! Sehr effektiv, Angriff steigt. Er holt was anderes, er holt sein dämliches Deoxys. Was mache ich mit Deoxys? Ich weiß es nicht. Wollen wir das jetzt drauf anlegen? Wollen das drin lassen, dass der mein armes Medity kaputt macht? Nicht effektiv, gut. Was anderes ist aber wahrscheinlich auch nicht effektiv, was ich habe. Er greift an, wir machen Schild. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Wir lassen den aber mal drin. Sein Angriff sinkt auf jeden Fall. Mein Angriff steigt. Er kann schon wieder seinen Dreck machen. Aber wir hauen unser letztes Schild raus. Ich glaube, wenn das Deoxys weg ist, ist es ein leichtes Spiel. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwie wegkriegen. Aber sein Angriff wird ja immer schwächer von Mal zu Mal, wo der seine Attacke macht. Und wir werden immer stärker, auch wenn ich immer zu verkacke. Einfach fabelhaft zu erwischen. So, das zieht jetzt noch mehr ab und hoffentlich können wir unseren Move machen. Genau, wir können unseren Move machen, bevor er seinen macht. Diesmal kann er auch nicht abwehren. Diesmal hauen wir wieder richtig drauf. Diesmal auch einfach fabelhaft, was auch nicht mehr abzieht als sonst. Also egal. Aber unser Angriff ist ja noch mehr gesteigert. Er macht aber seinen, ich weiß nicht, Psyschub. Wir sind ja, glaube ich, auch Psycho. Das tut uns also keinen großen Schaden. Wir hauen einfach drauf. Wir lassen jetzt auch die Attacke weg und versuchen es einfach so.
Ich hätte jetzt den Charge-Move machen können, aber ich habe bewusst daneben gedrückt, in der Hoffnung, dass ich das jetzt überlebe und mit dem letzten bisschen Angriff ihn noch umbringen. Ich hab's überlebt auf jeden Fall. Den Rest gegeben, er muss das Lapras wieder reinholen oder er verrät sein drittes Pokémon. Wir fangen aber gleich an mit... Oh, das Drecksinternet wieder. Ich verfluche Kabel Deutschland. Jetzt hat er hier Feuer und... Was ist das noch? Feuer und Geist gegen Psycho? Nicht sehr effektiv. Jetzt haben wir vielleicht ein Problem. Deswegen weiß ich nicht, was wir jetzt am besten nehmen. Wir nehmen mal das, weil dann können wir auch ein bisschen in der Gegend rumfliegen und draufhauen. Das sieht gut aus. Alter, ich mache mega Schaden, warum auch immer. Ich greife mit was greife ich denn an? Ich glaube, mit Boden habe ich angegriffen. Ich glaube, der hat irgendwie Lehmschelle oder irgendwas, womit er angreift. Und als zweites hat er eine Drachenattacke. Das Libeldra hat auf jeden Fall richtig gut reingehauen. Okay, er leider auch in mich richtig gut reingehauen. Jetzt kommt es drauf an, ob ich den Fokusstoß durchbringe. Und es macht wieder die gegnerische Attacke. Nein, bring doch nicht mein Registil um. Oh mein Gott. Es hat ganz knapp überlebt. Wir können den Spukball, ach, wir können den Fokusstoß machen, aber ich habe kein Pokémon mehr und er hat ja immer noch sein komisches Lapras. Er hat noch ein Schild gehabt. Ich hab verloren. Nein. Gut, das Team ist doch nicht das Beste und jetzt werde ich fix das machen, was ich schon vorhin dachte. Wie komme ich denn hier raus? Ich drücke mal hier oben, Trainerkampf verlassen. Jetzt bin ich aber schon wieder hier. Hä? Ach, hier in der Mitte einfach drücken, genau. Wir gehen nämlich mal rein. Ich werde mir jetzt einfach noch was anderes basteln. Wir nehmen hier einen Wablu und zwar das zweithöchste. Ich glaube, das müsste passen, wenn ich das entwickle. Shiny Wablu zu Shiny Altaria. Wenn ich das entwickle, müsste das kurz vor 1500 sein. Da gebe ich noch ein paar Moves drauf. Und dann hoffe ich, dass ich das nehmen kann anstelle des Registils, weil das Registil, das dauert mir trotzdem zu lange mit dem Angreifen. Wir sind jetzt bei 1488. Feuerodem ist drin. Feuerodem ist richtig gut. Feuerodem brauchen wir auf jeden Fall. Was muss ich jetzt hier... Ich hätte das gleich beschriften müssen. Da gebe ich auch mal PvP an. Ach, das mit dem Umbenennen ist immer noch so. Ihr könnt da 100 Mal draufdrücken und es macht einfach nichts. PvP. Wir nehmen jetzt einfach das Altaria mit rein ins Team. Lassen dafür das Registil weg. Kämpfen. Es ist... Wenn wir es jetzt nicht schaffen, wenn wir jetzt nochmal verlieren, wir brauchen noch zwei Siege auf jeden Fall. Müssen hier wieder drauf, das lassen wir drin, das tun wir raus. Wir geben PvP wieder ein, nehmen das Altaria mit. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches. Obwohl, das kämpft mit Drache, das kämpft auch mit Drache. Eigentlich hätte man mehr Vielfalt gebraucht. Wir gucken mal, vielleicht ist Pago auch sowieso schlecht und wir haben Glück, dass der nicht so krass ist wie der andere. Auf jeden Fall... Sonst seht ihr, nehmt die Oxys, dann könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Was haben wir jetzt? Boden, Wasser und Kampf und schwache Verbindung, alles da. Da hoffe ich mal, dass wir schnell den Steigerungshieb voll haben. Nein, natürlich nicht. Natürlich kann er seinen Move zuerst machen. Sumpex auch. Keine Ahnung. Meine Sumpex sind alle fett und groß. Ihr seht aber, ihr könnt natürlich auch Sumpex klein und nicht so fett nehmen. Ach Mann, ich wollte doch nur das blöde Pokémon holen. Weinangriff steigt, das sieht gut aus. Er greift auch schon wieder an. Ich müsste meine Schilder auch einfach sinnvoller einsetzen, glaube ich. Guck mal, Aquahaubitze, das hätte bestimmt überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Und ich glaube, niemand würde Steigerungshieb nehmen beim Meditalis. Die Leute würden bestimmt alle mit Wuchtschlag oder so draufhauen. Komm, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jetzt sehen wir es ja, ob es wirklich so viel abzieht. Ich habe noch die dreiviertelste Energie voll, ich bitte dich.
Ich lebe. Ich hau einfach weiter. Toll. Was ist das für ein Assi, Mann? Jetzt hat er auch noch gewechselt und hat das andere Scheißvieh reingeholt. Wir hauen jetzt einfach mal drauf. Nicht sehr effektiv. Wollen wir das gleiche reinholen wie er? Wir holen dasselbe, wir nehmen es aber als Shiny. Wir kämpfen mit Altaria gegen Altaria. Gucken mal, wer hier den kürzeren zieht. Er darf natürlich seine Attacke zuerst machen. Die ist bestimmt trotzdem himmelsfähiger. Gut, er kämpft nicht mit Drache, er kämpft mit Flug. Ich kämpfe aber mit Drache, was vielleicht effektiv ist gegen ihn. Bitte lass mich doch einfach... Es lässt ihn wieder zuerst die Attacke machen. Es ist so ein Scheiß einfach nur. Warum hat er in der Zeit zweimal seine Attacke machen können und nicht ich nicht einmal? Ich versteh's nicht. Und guckt euch das an. Ich komm rein, er drückt zweimal und ich bin tot und er hat schon wieder seine Attacke. Nach gestern habe ich wirklich gedacht, richtig gute Sache, ne? Fünfmal hintereinander gekämpft, richtig genial, richtig fett, so machst du das. Brauchst nichts anderes mehr. Und jetzt hat er mir gezeigt, alles Schwachsinn. Pokémon-Belohnung für den Arsch gibt's nicht mehr. Hat sich erledigt, beziehungsweise weiß ich nicht, wie das ist, wenn ich die fünf Kämpfe voll habe und dreimal gewonnen habe, ob ich trotzdem dann in dem Rang noch weiter kämpfen kann oder ob ich dann gezwungenermaßen aufsteigen muss, bevor ich überhaupt weiter kämpfen kann. Ich glaube, das ist so komisch gemacht. Er holt Boltarus rein. Warum? Ist Boltarus nicht auch Boden? Bin ich nicht, oder Gestein? Bin ich nicht stark und sehr effektiv? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr effektiv gegen das Boltarus. Also für mich nicht nachvollziehbar, wieso er jetzt Boltarus reingeholt hat. Vielleicht wird das der dritte Sieg, der mir trotzdem nichts bringt, weil ich vier Stück gebraucht hätte für das neue Pokémon. Und jetzt ist es einfach nur Gulasch. Komm, wir nehmen wieder unser Schild. Da haben wir sonst nichts zu tun. Wenn ich es nicht nehme, sterbe ich. Wenn ich es nehme, sterbe ich halt danach, weil ich danach nichts mehr habe. Vielleicht habe ich einfach die falschen Attacken, ich weiß es nicht. Vor allem, wie komisch der aussieht, Mann. Wie kann man sich denn so zurichten? Wenn das Wrestling-Outfit rauskommt, das gönne ich mir auf jeden Fall, dann kann ich mich auch schön zurichten, aber diese komischen Bodogel-Schuhe und Bodogel-Hände, also keine Ahnung, was das sein soll. Ein Schild haben wir noch. Ich hoffe, ich habe meine Attacke jetzt noch nicht ausgewählt. Dann würde ich nämlich statt der Attacke einfach nebendran... Ach nee, ich hab's schon, egal. Ich muss die Attacke machen, sonst hätte ich den jetzt einfach so mit dem letzten Stück besiegt. Der müsste aber auch tot sein. Der Angriff wächst weiter. Er hat noch ein Wasser. Angriff steigt. Komm, mach nochmal Steigerungshieb. Auch wenn es nichts mehr bei ihm abnimmt. Dann habe ich aber nur noch... Was habe ich denn? Boden habe ich. Bodenflug. Bodenflug, Drache, irgendwas. Und er kämpft mit Wasser. Da ist er doch schon wieder effektiv gegen mich. Ich kann ja eh nichts machen. Brauche ich nicht. Adia, ich weiß. Es ist sinnlos. Der Akku ist auch gleich leer. Eisstrahl, es ist weg. Jetzt eigentlich wollte ich das gar nicht auswählen. Jetzt habe ich einfach gedrückt und gedrückt. Aber mal gucken. Da guck mal, wie schnell das auflädt. Das ist doch schön. Also das Libeldra, das darf ich niemals aus dem Team rausnehmen. Libeldra erfüllt seinen Zweck, ist trotzdem nicht sehr effektiv, liegt bestimmt nach der Attacke jetzt auch in der Ecke. Aber wir haben ja noch eins in Reserve, vielleicht können wir damit trotzdem noch was zaubern. Eisstrahl, sehr effektiv, ist ja klar, ist ja auch vom Typ Drache. Und jetzt haben wir noch das und wir greifen eigentlich an, aber es greift nicht an. Aber er greift an, er macht wieder Attacke und wieder Eis. Und was macht er jetzt? Eisstrahl, sehr effektiv, bam. Jetzt lass mich doch einmal die blöde Attacke voll machen. Was ist das denn? Wieso sagen die denn alle, Altaria ist so heftig und Altaria greift so schnell an? Ich sehe überhaupt nicht, dass in seinen Balken sich überhaupt füllt. Es tut sich doch einfach gar nichts. Vielleicht liegt es auch wieder am Internet. Es steht ja auch immer so da, schwache Verbindung. Ich verstehe es nicht. Drei Kämpfe gemacht. Sinnlos.
Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt rausgehe? Es zeigt mir, es hängt ja immer ein bisschen hinterher. Vielleicht hat es jetzt auch nicht hinterhergehangen, keine Ahnung. 3 von 5 Kämpfe ausgetragen, das passt auf jeden Fall nicht. Jetzt gehe ich rein, es zeigt mir 5 von 5 Kämpfe, aber es zeigt mir noch keine. Es zeigt mir noch keinen Aufstieg an, sprich, ich könnte weiterkämpfen, ja, und könnte vielleicht trotzdem noch 2 Siege versuchen zu holen. Das probiere ich jetzt mal und melde mich gleich zurück, wenn ich es geschafft habe, auf jeden Fall. Nee, kann ich auch nicht, weil. Was ist das denn? Ich kann noch nicht mal die. Ich kann nicht mal auf Kämpfen drücken jetzt. Weil ich die Belohnungen abholen muss oder wie? Ja, schön, den Sinusstein habe ich bekommen und weiter. Was ist jetzt? Ich verstehe es nicht. Ja, toll. Es ist doch so. Sobald die 5 Kämpfe voll sind, müsst ihr die Rangbelohnung abholen. Ihr könnt nicht weiterkämpfen. Das Pokémon auf dem 4. Rang ist futsch, ist weg, gibt's nicht mehr. Ihr müsst die Rangbelohnung abholen. Ihr steigt im Rang. Nee, steigt da auch nicht. Ihr steigt vom Rang 4 auf 4,25 oder was? Was machen die? Jetzt ist es dasselbe nochmal. Wir sind aber immer noch im Rang 4. Rang 4 auf 5 dauert also länger. Ihr könnt also mehrmals das versuchen. Drücken mal hier. Ich raff überhaupt nichts mehr. Da das eh scheiße ist, hole ich wieder mein Registil rein. Drück nochmal durch und kann weiterkämpfen. Ich dachte eigentlich, ihr müsst 5 Kämpfe machen und müsst dann laufen, um das wieder freizuschalten, um dann weiterzumachen, aber ich kann einfach weiterkämpfen, also so richtig blicke ich da noch nicht durch. Was ist Fostelga? Weiß ich auch wieder nicht. Ist bestimmt auch wieder behindert. Ist das ein Käfer? Ja, egal, du deinen grünen Schleim an mir absondern, wie auch immer. Ich hau dir jetzt eher eine auf den Au. Hat auch nicht abgewehrt, hat aber auch nicht viel gemacht. Ich trau mich nicht, ich weiß nicht. Ich hätte das ja mal durchgehen lassen können ohne Schild, aber wenn es dann effektiv ist und mir wehtut, Spiegelsalve macht glaube ich nichts. Aber er wechselt schon. Er holt sich Skorgla. Was ist Skorgla denn jetzt wieder? Unlicht. Nee. Das wird auf jeden Fall blau angezeigt. Was blau ist, weiß ich auch wieder nicht. Jetzt ist er dran. Er ist bestimmt jetzt sehr effektiv und mein Akku ist auch gleich leer. Das ist rot auf jeden Fall. Von dem darf ich nichts durchgehen lassen. Ist aber schwer, weil er haut mich eh gleich um. Es tut sich einfach nichts. Ach nee, er macht seine Attacke, deswegen. Es sieht einfach alles so komisch aus. Und das hängt immer so extrem. Und es zieht halt einfach wirklich nichts ab. Wieder schwache Verbindung. 3%. Adi, gib mir mal das Ladekabel. Oh Mann, in 30 Sekunden, ich muss weg schnell. So, da sind wir wieder mit Ladekabel, mit allem drum und dran.
Okay, es könnte klappen. Das. Es ist angeschlagen. Wir müssten nur unseren Move durchbringen, bevor es seinen Move durchbringt. Dann könnte es sein, dass wir es sogar besiegen. Ich weiß nicht, was das ist. Also, was das für ein Typ jetzt ist. Oder mit was es angreift. Nicht sehr effektiv. Das sieht gut aus. Wir haben uns voll. Wir kämpfen wieder. Also, Fokusstoß. Die ist doch stark. Komm, die muss stark sein. Die muss dem jetzt auf jeden Fall den Rest geben. Fokusstoß, nicht effektiv, trotzdem tot. Und wir sind zurück im Spiel. Wir haben gewonnen. Ich glaube, irgendwann macht das süchtig. Wenn ihr wirklich mal gewinnt, dann dreht ihr durch und... Was? Ja, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Er hat einfach noch ein Dragonier gehabt. Dann hat er halt jetzt 4 Pokémon. Oh mein Gott, ist ja okay. Es ist halt unfair, wie er einfach mit 4 Pokémon kämpft. Ist ja nicht so, dass ich mich verzählt habe und nicht mehr durchblick. Aber gleich bei Niantic beschweren. Und, bringt das jetzt was? Ich müsste nochmal Fokusstoß machen, aber bis dahin schaffe ich es nicht und bin tot. Und so werden es wieder keine 5 Siege, höchstens 4. Aber das ist auch sehr unglaubwürdig. Wenn man den ersten schon verkackt, glaube ich nicht, dass 4 Stück hintereinander dann noch gehen. Aber ich habe extra vorhin, extra gestern Abend, war ich so gehypt, 5 Stück gewonnen und jetzt einfach nur auf gut Glück. Ihr gewinnt mal, ihr verliert mal, ihr gewinnt mal, ihr verliert mal. Also so ein Dreck. Aber wir machen einfach weiter. Man kann mich eh nicht belehren. Ich melde mich einfach zurück, falls ich noch irgendwas Interessantes gefunden habe. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Ob es 4 sind, ob es 3 sind, ob es 2 sind oder ob ich einen Sieg schaffe. Ich melde mich einfach zurück, wenn es soweit ist. So, wir können wieder mal nicht kämpfen, weil wir haben wieder die 5 Kämpfe erreicht, 5 Kämpfe ausgetragen und das sagt schon wieder alles. Von 5 Kämpfen schon wieder nur einen gewonnen. Ich verstehe es nicht. Gestern, als ich nicht mit Kamera gefilmt habe, habe ich einfach alle 5 gewonnen und jetzt wieder komplett Untergang. Wir nehmen mal den Sternstaub hier mit. Es tut sich trotzdem nichts. Jedes Mal muss ich wieder zurückgehen und muss wieder hier drauf, damit ich was Aktuelles sehe. Wir können die Rangbelohnung wieder abholen, im Rang nochmal aufsteigen. Ich glaube, ihr müsst also das 3-mal machen, 15 Kämpfe halt absolvieren. Ihr müsst ja nicht mal gewinnen, ihr müsst sie nur absolvieren, um da aufzusteigen. Jetzt müsst ihr mir wieder einen Fehler anzeigen, weil das auch wieder hinterher hängt. Dann drücke ich schon von Haus aus immer falsch. Und jetzt steht auch endlich da, dass man laufen muss überhaupt. Das ist das, was ich auch nicht gerafft habe, dass ihr ja eigentlich laufen müsst, um 5 Kilometer laufen müsst, um eben 5 Kämpfe zu machen, aber dass ich hier kämpfen kann und kämpfen kann und kämpfen kann und jetzt erst beim 3. Mal 10 Kämpfe konnte ich also so machen und jetzt erst muss ich es aufladen, 5 Kilometer laufen, dass ich die letzten 5 machen kann, was ich wieder verkacke, um wieder auf Stufe 4 das Pokémon nicht zu kriegen und das gibt es ja nur auf Stufe 4, glaube ich, obwohl alles andere kommt in den Pool ja zusätzlich dazu oder gibt es das nur auf 4, dann habt ihr also 3-mal die Möglichkeit, im Rang 4 das Pokémon zu kriegen. Und wenn ihr es nicht schafft und dann schon Rang 5 seid, dann habt ihr wieder was anderes und habt es nicht gekriegt. Oder wie? Ich weiß es nicht. Jetzt auf jeden Fall laufen angesagt. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, Hong hat sogar heute ein Video, wenn ihr das seht, gestern hochgeladen, dass er das nicht gekriegt hat, wo ich mir dachte, das gibt's wohl doch nicht. Aber jetzt kann ich mir auch vorstellen, wieso man das nicht kriegt. Wenn das eben so ist und ihr 4-mal gewinnen müsst, aber ihr eben verkackt und vielleicht nur 2-mal gewinnt und dann ist es wieder der Punkt, dass die Leute sagen, boah, dann schmeiße ich jetzt halt einen Premium-Pass ein, da muss ich nur 2-mal gewinnen und dann habe ich das Vieh auch und schon haben sie sich ja sozusagen wieder erkauft, aber ich verstehe es nicht. Niantic, was macht ihr da? Ich verstehe nichts mehr. Ich laufe mal 5 Kilometer und dann gucke ich mal, ich versuche wirklich jetzt bis zum Ende, ob wir das nicht doch noch schaffen oder ob wir im Rang 5 sind und es wirklich verkackt haben. Wird bestimmt eine behinderte lange Folge, aber egal, da müssen wir jetzt einfach durch. Wir melden uns wieder, wenn wir die 5 Kilometer haben, wenn wir die 5 Kämpfe haben und gucken dann mal am Abschluss, was rausgekommen ist. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe sogar jetzt mal meinen WLAN ausgemacht und kämpfe mit den mobilen Daten. Und wir wollen jetzt mal was machen, was wir eigentlich nie machen.
Es ist mir nämlich trotzdem alles zu heikel, zu riskant. Wenn ich nochmal die 5 Kämpfe voll habe, steige ich in den nächsten Rang auf. Und im 5. Rang ist das ja nicht mehr garantiert. Das ist ja angeblich im 4. Rang garantiert. Ich habe jetzt einmal die Chance gehabt, habe es verkackt. Ich habe das zweite Mal die Chance gehabt, habe es verkackt. Ich habe ein letztes Mal jetzt die Chance, es zu besiegen. Also 4 Kämpfe zu gewinnen. Und da ich das eh nicht schaffe, weil gestern wieder alles verkackt war, werde ich jetzt mal extra nur für euch testen, wie das ist, wenn man einen Premium-Pass einwirft, weil da muss man ja nur 2 Kämpfe gewinnen. Ich möchte nämlich aus dem 4. Rang nicht ohne dieses neue Pokémon rausgehen. Wir gehen also jetzt hier drauf, da seht ihr das mal, da ist das extra festgehalten für YouTube, wenn man schon so bekloppt ist und so verzweifelt, dass man den grünen Pass nimmt. Wir werfen mal den grünen Pass ein, kriegen dadurch natürlich auch bessere Belohnungen, höhere Belohnungen, haben wieder unser Team hier ganz chillig. Das werden wir jetzt nehmen. Wir versuchen jetzt 2 von 5 Kämpfen zu gewinnen für das Pokémon. Und wenn es dann nicht mal das Pokémon ist, dann... Keine Ahnung, was ich dann mache. Dann nehme ich ein Adi und esse eine auf, so irgendwas. Wir fangen aber an, wir gucken mal. Er fängt auf jeden Fall auch an mit Kampf und Wasser. Ich mit Kampf und Wasser. Ich habe auch jetzt nichts, was großartig da dagegen kommt. Jetzt wechselt er auf Azumarill, warum auch immer, ist es nicht auch Kampf? Ne, Kampf, Wasser meine ich. Ist auf jeden Fall nicht sehr effektiv. Aber mein Angriff steigt, das ist schön. Ich sehe schon wieder, ohne Sinn und Verstand. Gestern habe ich mal ein bisschen mit den Schilden noch rumgespielt, bin da aber auch nicht so weit gekommen oder auch nicht schlau draus geworden. Wir machen einfach weiter, unbelehrbar auf jeden Fall. Angriff steigt. Wir wehren es mal ab, ich weiß, mir ist das jetzt zu unsicher. Wasser, Dings. Hier rot, das ist also, das ist sehr effektiv gegen uns. Ich darf also keinen Angriff durchgehen lassen. Wir hauen den mal noch drauf. Und dann probieren wir auch mal zu wechseln. Nehmen jetzt mal hier das Oh Mann, ich wollte doch nicht das Schild drücken. Nehmen mal das Registil. Das kann das bestimmt gut abhalten. Ja, das hätte es weggesteckt ohne weiteres. Jetzt haben wir da gleich den Fokusstoß voll. Der Penner, der wechselt schon wieder seinen Buddy. Und jetzt hat er aber Kampf. Kampf ist gegen Stahl wahrscheinlich jetzt wieder besser. Also bin ich gleich tot und habe Pech. Und werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen, mein Registil aufzuladen. Ich hoffe, der hat jetzt eine Wasserattacke oder irgendwas. Ja, Steigerungshieb hat er auch, ist sehr effektiv, nimmt trotzdem nicht so viel Schaden. Vielleicht schaffe ich es trotzdem, meinen Angriff durchzubringen, aber er ist schon wieder dran. Ich glaube, den ersten Kampf können wir uns sparen, den ersten Kampf können wir abschreiben. Wechseln kann ich auch noch nicht, vielleicht kann ich noch ein Schild rausloggen. Dann würde ich auf jeden Fall nochmal wechseln nach dem... Weil das Registil sonst total für die Tonne ist. Hier, wir nehmen mal das. Warum auch immer. Weil ich damit eben auch eine gute Erfahrung gemacht habe, um Schilde rauszuloggen. Und er hat ja, glaube ich, noch welche. Das zieht nicht viel ab. Das ist sehr gut. Er hat auch keine Schilde mehr. Sein Angriff steigt natürlich. Wir können aber jetzt unsere Drachenklaue machen. Oh mein Gott. Und dann habe ich nur noch verletzte Pokémon. Es geht schon wieder gut los. Das sieht doch aber schon mal vernünftig aus, obwohl er natürlich auch relativ schnell seine Attacken machen kann. Ich hoffe, den nächsten überlebe ich noch und kann mit meinem Charge-Move ihn aber endgültig niedermachen. 1, 2, 3, 4, Drachenklaue, ja! Wunderbar, das müsste theoretisch reichen, hoffe ich. Und er ist weg. Genau, er ist weg. Ich habe noch ein bisschen, vielleicht schaffe ich es hier noch eins durchzubringen. Digga, wieso hat er denn komplett volle Energie? Der hat doch geheilt heimlich, oder? Kann das sein? Es kann doch nicht sein, dass der komplette Energie hat. Und dann ist er auch noch unsichtbar. Wie unfair ist das denn? Ich habe nur noch... Ach nee, ich habe trotzdem noch 2. Dann machen wir mit dem Registil wieder weiter. Das kann ja einiges ab. Und vielleicht schaffen wir es da, den Fokusstoß durchzubringen, bevor er mit seinem Unsichtbaren angreift. Sehr schön.
Der dürfte trotzdem ein bisschen Schaden machen. Keiner hat mehr Schilder. Wir haben nichts mehr vorhanden. Sehr effektiv in die Schnauze. Und ach, der hat schon wieder gewechselt. Was ist denn mit ihm? Ich denke die ganze Zeit, ich kämpfe gegen das Azurill. Alter, so ist es, wenn man seine Pokémon unsichtbar macht. Ihr checkt einfach gar nichts mehr ab. Knuddler, nicht sehr effektiv. Tot, Meditalis kommen wieder rein. Steigerungshieb, schnell, mach doch was. Zwei Kämpfe müssen wir gewinnen. Zwei Stück, wird das der erste sein? Ich bin gespannt. Nicht sehr effektiv. Gegnerische Attacke. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sind wieder mal am Arsch. So kurz vom Ziel. Mann! Fee, sehr effektiv. Sag mal, weiß der, was ich für Pokémon habe vorher oder was? Will der mich verarschen? Wieder verkackt, wieder nichts. Alter, ich raff's nicht. Wir machen weiter. Wir suchen uns den nächsten, gehen wieder rein, gucken mal, ob es jetzt besser klappt. Vielleicht soll ich wieder Registil austauschen und wieder Altaria reinnehmen. Der Bockwurst-King hat heute schon angegeben und gepostet. Der hat auf jeden Fall das neue Pokémon schon bekommen. Peter Warfare. Warfare? Ah, schon wieder Wasser, Sumpex, Boden. Ich habe immer keine Ahnung. Ich denke immer bei einem Typ, okay, ich nehme einfach das und hin und her. Und dann kommt der nächste wieder mit was ganz anderem. Hauptsache mein normaler Move macht gut Schaden. Das ist mir jetzt zu riskant. Ich muss wieder das Schild nehmen, weil ich nicht weiß, was Sumpex mit mir abzieht. Ja gut, das hätte ich wahrscheinlich überlebt. Er macht es halt gleich nochmal. Wir lassen mal das Schild weg. Auf gut Glück. Und gucken, ob wir es überleben. Ja, okay. Unser Angriff steigt ja gut. Ihr seht, mit dem Steigerungshieb machen wir nicht wirklich Schaden, aber mit dem normalen Angriff so draufhauen, sieht das eigentlich schon recht gut aus. Vielleicht schaffen wir es auch jetzt, den umzuhauen. Super, Angriff steigt. Vielleicht können wir noch den nächsten irgendwo eins reindrücken. Kommt drauf an, was er natürlich hat. Vor allem sein Sumpex hat genau 1500 WP gehabt. Jetzt kommt er hier noch mit Pflanze um die Ecke. Nicht sehr effektiv. Wunderbar. 1498 hat er da drauf. Eigentlich hätte ich es jetzt sterben lassen müssen, aber ich weiß nicht, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ein Steigerungshieb können wir noch durchquetschen. Nochmal einfach fabelhaft, sehr schön. Der Angriff steigt, aber wir sind ja eh tot, da nützt uns der angestiegene Angriff auch nichts. Wir nehmen mal Libeldra, ich weiß nicht, wenn das Pflanze gegen Boden, meins ist ja Boden, nee, meins ist Drache und Flug, ach, ich verwechsel das jedes Mal. Bringt das was, bringt das nix? Gegnerische Attacke, wir haben keine Schutzschilde mehr. Wir fliegen. Bruder, wir fliegen. Du siehst uns gar nicht. Nicht sehr effektiv, okay. Er hat immer noch ein Schutzschild. Wir haben aber die Drachenklaue. Ich hoffe, sein letztes Schutzschild ist jetzt fort. Danach bringt er mich aber wahrscheinlich trotzdem um. Nee, der ging durch. Und er ist weg. Er hat sein Schutzschild aufgehoben. Der ist schlau. Der weiß, was er macht. Das merkt man. Jetzt holt er sich noch hier die blöde Sonnenblume rein. Also das Formio, das ist ja keine Blume. Na, den hätte ich auch abgewehrt. Hast ja nur noch den. Meins ist fort. Er hat nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich kann mit Kampf noch einmal. Schaffe ich bestimmt. Ich überlebe das doch, oder? Der wird doch nicht mit dem Formio jetzt das Registil besiegen. Ach. Und es ist auch noch sehr effektiv. Warum denn? Jetzt greift er nochmal an. Ja, okay, bis ich meinen Move mache. Sinnlos. Jetzt war der Move voll. Jetzt bin ich auch tot. 2 von 5. Schon wieder verloren. Es wird knapp. Nur noch 3 Kämpfe. 2 müssen wir gewinnen.
Vielleicht soll ich trotzdem mein Team ändern. Vielleicht soll ich trotzdem das. Der ist schon Rang 5. Was geht mit dem? Warum stellen die mir die harten Gegner dahin? Ich habe keine Ahnung wieder mal. Ich sehe jedes Mal die gleichen Viecher gegen mich antreten, aber ich habe immer keine Ahnung, was für Typen das überhaupt ist. Das wird wieder Wasser sein, okay, was ist das zweite? Vor allem, wenn jeder Wasser nimmt, wieso nehme ich nicht einfach mal Elektro und gehe mit Elektro in den Kampf rein? Wir lassen das mal auf uns drauf und hoffen, dass das nichts macht. Schlammbombe, das zieht so viel ab. Im Gegensatz zu meinem, meine Attacke ist richtig Mist. Vielleicht hätte ich auch einfach die drei Starter nehmen sollen. Fertig, wir brauchen einen Wasserangreifer, einen Elektroangreifer und einen Pflanzenangreifer. Dann sind wir gut gesichert. Rest ist eigentlich für die Tonne. Jetzt macht er wieder Schild. Ich wollte doch gar kein Schild machen, Mann. Das ist, wenn man permanent drückt, einfach wie ein Bekloppter. Der hat auch noch seine zwei Schilder. Der ist nämlich schlau. Der wartet extra ab. Nicht so wie ich. Abgewehrt. Komm, das lassen wir durch. Jetzt, wo wir nur noch die Hälfte an Energie haben, lassen wir das durch und dann sind wir wahrscheinlich tot. Ne, wir haben es immer noch überlebt. Er ist weg. Jeder hat noch ein Schild. Ich liege gerade ein bisschen vorne. Und wieder Altaria. Schon wieder dieses Scheißhaus, Alter. Ich verstehe es nicht. Wieso kann er denn jetzt nicht mal was nehmen, wogegen ich effektiv bin? Nicht sehr effektiv. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja, das war auch falsch, weil der ist jetzt auch wieder effektiv gegen meinen. Mit seinem normalen Angriff schon. Jetzt kann das natürlich noch abwehren. Jetzt bin ich auch gleich tot. Jetzt macht er noch seinen Move. Oh. Warum holt er den denn jetzt rein, Mann? Kann er nicht mal bei einem bleiben? Und wer kämpft mit Moontier? Ich habe noch keinen gesehen, der mit Moontier gekämpft hat. Gegnerische Attacke. Ja, das haut mich eh weg. Und bis ich mit dem Registil überhaupt mal die Attacke voll habe, ist sowieso alles für den Arsch. Ich frage mich langsam wirklich, warum ich das Registil jedes Mal mit reinnehme. Das nutzt eigentlich nur... Ja, guck mal, wie viel das bei mir abzieht immerzu. Und dann ist er auch noch sehr effektiv, denke ich mir. Er kommt jetzt an und dann boom, das war's, oder wie? Nicht sehr effektiv. Da habe ich aber richtig Glück gehabt, dass ich jetzt einen Fokusstoß bringe, ihn vielleicht umbringe und er mit seinem Altaria dann direkt Attacke auf mich macht und ich wieder tot bin. Sehr effektiv, wunderbar. Ja, das war klar, jetzt kommt Altaria, haut einfach die Brücheln aus und... Ich war doch auch voll, Mann! Mit einem Dreckshimmelfeger, mach dich startklar. Das bringt doch jetzt eh nichts mehr, der hat viel zu viel Energie, als ob der jetzt sterben würde, wenigstens einfach fabelhaft. Ja, nicht sehr effektiv, wunderbar, ist doch schön. Dritter Kampf verloren, zwei sind noch übrig. Der Premium-Pass hat sich mega gelohnt, auf jeden Fall. Ich muss aber das Kabel in die Kamera stecken, der Akku ist nämlich gleich aus. Wir brauchen auf jeden Fall was anderes. Es wird nichts. Ich verstehe es nicht, Mann, es regt mich alles auf. Ich muss mal ein bisschen was ummodeln, kurz. Ja, komm, ich habe im Endeffekt doch nichts umgemodelt, weil es eh sinnlos ist. Aber ich werde jetzt das Registil rauslassen und werde trotzdem wieder mal das Altaria mit reinnehmen, damit ich genauso behindert bin und dann nur noch Drachenangreifer habe. PvP, Bruder. Wir nehmen einfach die, wir probieren es einfach nochmal. Wir haben ja jetzt noch zwei Versuche. Wenn wir es jetzt
nicht schaffen, dann war der ganze Lauf für den Arsch wieder mal. Also, das wird wirklich wieder die dümmste Folge einfach nur. Ich möchte nicht wissen, was die anderen machen, wenn die kämpfen und dann jedes Ding gewinnen und der Ramses lust einfach komplett ab. So, keine Ahnung. Stahl, Käfer, irgendwas. Ja, mach deinen Move, komm. Ich weiß nicht, ob er gut ist, Mann. Aber wenn er Käfer-Moves hat gegen Psycho, ist, glaube ich, es hätte nicht mal Schaden gemacht. Toll. Jetzt, wenn ich es beim zweiten Mal durchlasse, bin ich trotzdem tot, weil bis er dann seinen zweiten Move macht, habe ich keine Energie mehr. Und dann wäre er auch noch ab. Ich lasse es jetzt durch, auf gut Glück. Wenn er jetzt umfällt, Alter. Nachthieb. Es ist ja noch nicht mal Käfer, Mann. Es ist Unlicht oder keine Ahnung, was weiß ich. Das ist so unfair. Ich meine, dem Gegner geht es ja genauso wie mir. Trotzdem, es ist unfair einfach nur. Ah, Junge. Alter Sneebel, verpiss dich. Ich will hier keiner sehen. Du bist rosa. Labados. Der fliegt. Wir haben... Ey, da ist doch Libeldra gut, oder? Libeldra mit seinen Bodenattacken, der haut doch da bestimmt drauf und gibt dem richtig eins mit. Und vor allem, bis das Lavados voll ist, da kommt einer, denkt sich, ich nehme einen legendären Vogel, dann bin ich der King. Und dann ist es der Erste, den ich besiegen kann. Hahaha. Was nützt dir jetzt dein blödes Lavados? Wir lassen das Altaria mal bis zum Schluss drin, mit dem haben wir nämlich schlechte Erfahrung. Aber wir haben wenigstens noch ein Schild und der Gegner hat kein Schild. Das ist der steinigste Weg, den ich je hatte. Komm, zack, weg hier. Lavados, ja! Sieg für die Guten. 1:0 für Ramses. Beziehungsweise eigentlich ist es ja jetzt 3:1 immer noch für die Gegner, aber egal. Wir haben gewonnen mit dem neuen Team. Und das hätte ich auch mit dem alten Team geschafft, denn das Ding hat ja überhaupt nichts gemacht. Wir gönnen uns aber jetzt den letzten Kampf. Jetzt geht's um die Wurst. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir ein neues Pokémon. Wenn wir nicht gewinnen, dann war's das, ne? Wir drücken mal drauf. Wir schauen, was die Gegnersuche so hervorbringt. Was für Pokémon, was für unfaire Attacken die wieder einsetzen. Und ob wieder jemand unsichtbar wird vor allem. Messing with me, Alter. Habt ihr auch Messing oder habt ihr Kupfer, Bruder? Ich will eigentlich gar nicht mit dir kämpfen. Können wir nicht einfach tauschen? Er hat Lapras. Ich hab Kampf, Alter, gegen Lapras. Lapras ist tot. Der Ramses ist tot, ja. Wie beim NR-Battle. Komm, mach mal Steigerungshieb. Wenn er schlau ist, wehrt er den jetzt ab. Wenn er mich ärgern will, wehrt er dann auch ab. Aber egal, ob er ihn abwehrt oder nicht. Bei mir knallt's natürlich voll rein. Hier, Angriff steigt, zack. Wollen wir die durchgehen lassen? Der kann eh nur mit Eis angreifen. Das dürfte bei mir jetzt keinen Schaden machen. Wenn ich mich verschätzt habe, dann war's das aber. Alter, das war mehr als gedacht. Aber egal. Obwohl, eigentlich ist es trotzdem nicht so schön. Ich weiß ja nicht, was er danach noch hat. Und das, oh Mann. Das wäre gut gewesen, wenn ich mein Meditalis noch mitnehme in den nächsten Kampf, weil was nützt mir der gesteigerte Angriff, wenn es eh jetzt tot ist? Eigentlich nix. Lucario, die Sau! Bei mir haben alle Lucario über 1500. Wie viel Glück muss der haben, dass er so ein schlechtes bekommt und dann auch noch tot ist? Was nützt dir jetzt dein Lucario, Bruder? Nein, ich will nicht, die Ameise. Ich habe noch zwei volle Schilde und er hat nichts. Jetzt kriegst du eine, Alter. Ich sag's dir, das ist der Sieg. Ich riech es schon. Vielleicht hat der Adi auch wieder irgendwo hingemacht, keine Ahnung, aber ich riech es. Es riecht nach Sieg. Wenn er jetzt angreift, ich mach mein Schild. Wenn ich die nächste Attacke mache, er kommt nicht mehr dazu anzugreifen. Ich mach meine Attacke, ey, da ist sowas von weg. Guckt euch den an. Ich sag's, Niantic, gönnt euch den Bluthochdruck. Ah. Ey, er kommt nicht dazu. Die dritte Attacke. Entweder hat er gar keine Lust mehr oder sein Pokémon ist einfach so scheiße. Kämpft niemals mit der Ameise. Ihr seht, was bei rauskommt, nämlich nichts. Da ist es weg. Es ist weg.
Alter, die Nachbarn werden sich wieder freuen. Der zweite Sieg, wir haben es geschafft. Wenn jetzt ein Relaxo rauskommt, Alter, dann drehe ich durch. Heute in der Gruppe schon geschrieben, jemand, ich habe Relaxo bekommen. Aber wir gehen zurück, wir gehen auf Kämpfe, wir holen unsere Belohnungen ab. Es hat sich gelohnt, den grünen Pass zu verwenden. Oh mein Gott. Und was haben wir für ein Item bekommen? Ja gut, eine silberne Sananabeere, die können wir ja mal mitnehmen. Und wir bekommen ein Zuro-Keks! Ja! 778! Kann das eigentlich fliehen? Nein, oder? Wir fangen es gleich mal mit gelber Beere, weil wir müssen das ja auch irgendwann mal entwickeln. Falls wir irgendwann nochmal eins bekommen. Oh. Es ist drin, wunderbar. Zuro-Keks, der Keck, Alter, ist drin. Neuer Pokédex-Eintrag und ich hasse jetzt schon die Go Battle League. Ich sag's euch, ich habe sie gestern schon gehasst. Ich hasse sie jetzt wieder. Alter, 98er! 98er Zuro-Keks, Pokédex-Eintrag, nimmt man mit. Komm, wollen wir es gleich entwickeln? Scheiß drauf, wir sind gut dabei, wir haben Sonderbonbons. Wir nehmen das Zuro. Was will ich denn jetzt mit dem Hyperdrang? Wir nehmen das Zuro-Keks mit. Wir machen gleich die 50 voll. Wir entwickeln es einfach aus Spaß, weil es mich jetzt so geärgert hat. Da, 50 Stück entwickeln. 98er Zuro-Keks. Ich bin fertig für den Monat. Ich muss eigentlich nichts mehr machen. Was interessiert mich Lichtel und Co.? Brauche ich nicht. Guckt euch das an mit Irokesenschnitt, wie hässlich das einfach aussieht. Man hat es noch so eine blöde Hose an, einfach. Nächster Pokédex-Eintrag ist am Start. Irokex, wunderbar, mit Konda und Schmarotzer. Das kann doch aber angeblich auch. Ja, toll, jetzt habe ich da auch keine Bonbons mehr. Das müsste ich auch mal auf 1500 hochpushen. Vielleicht kann ich das dann reinnehmen anstelle des Meditales, wenn das angeblich so gut ist. Oder wir lassen es mit Schmarotzer, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das taugt. Ich werde ein paar Experimente durchführen, werde das ein bisschen benutzen. Werd gucken, ob das was kann. Das war's aber von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon Keks bekommen? Iro-Keks, Zuro-Keks, irgendwas? Habt ihr das auch bekommen? Habt was auch so mühsam für euch? Und wie gut ist eures? Habt ihr auch einen 98er? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus mit der längsten Folge der Welt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.